Hallo und alle herzlich willkommen heute zu einem Unboxing von der No Man's Sky Limited Edition. Wir haben die gerade bekommen, ich habe es mir vorbestellt. Der erste negative Aspekt fällt gleich auf. Für die Leute, die jetzt nicht drauf kommen, schaut euch mal diesen Rand an. Ich glaube jetzt nicht, dass das mit Absicht war. Ich denke mal, dass das auch nicht bei jedem passiert. Vermutlich würden es viele Leute zurückschicken, ich mache das nicht. Denn das Paket ist angekommen ohne Kunststofffolie. Die hatten anscheinend keine Zeit mehr, das hier zu verpacken. Das heißt, es ist hier fast schon wie so ein gebrauchtes Spiel. Für mich ist es eigentlich sehr schlecht. Ich finde es nicht gerade schön hier. Schaut euch das mal an. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass das bei mehreren Leuten in Deutschland passiert ist, über Amazon. Das ist auf jeden Fall mangelhafter Service. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem passiert. Ich denke nicht, sonst wäre... Hätte Amazon jetzt ein Chaos, weil das geht natürlich nicht bei jedem gut. Bei mir geht es noch einigermaßen gut. Ich sehe es jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem ist es ja nicht gerade ein schöner Service. Trotzdem, wir schauen uns das jetzt hier mal genau an. Ich habe natürlich die deutsche USK-Version und von Hello Games und von Sony. Wir haben hier, das ist wirkt tatsächlich wie so ein Buch. Und wir machen das gleich mal auf. Warte das kurz. Gleich mal den Sticker da wegmachen. Wartet kurz, gleich habe ich's. So, perfekt. Ist jetzt hier ein bisschen klebrig, sieht nicht gerade schön aus. Das werden wir gleich säubern, weil so geht das nicht. Und es ist auf jeden Fall wie so ein Buch. Und schauen wir uns das hier mal genauer an. Hier, wie gesagt, das Cover. Hier oben mit dem PS4-Logo. Nicht so wie bei der Standard Edition. Da ist das hier ein bisschen anders und schöner. Und genau, wir schauen uns mal die Seite an. Also hier, wie gesagt, da ist einfach PS4 No Man's Sky. Dann hier diese schöne... diese Palme, sag ich mal. Galaktische Palme oder so. Dann hier natürlich die Rückseite. Das brauche ich jetzt nicht alles vorlesen. Für die Leute, die das lesen wollen, die drücken bitte Pause. Wie gesagt, hier steht das alles sehr schön. Dann hier nochmal seht ihr ein paar Shuttles, ein paar Raumschiffe. Hier, wie gesagt, die Bilder, die man schon gesehen hat. Ein Spieler, mindestens 5 GB. What the hell? Oh mein Gott. Echt jetzt? Mindestens 5 GB? Okay, ich glaube, ich packe das hier gerade gar nicht. Dass das so wenig hat, das wäre ja krank. Das wäre mein kleinstes PS4-Spiel, außer Minecraft. Minecraft hat noch weniger, hat einen halben Gigabyte. Aber trotzdem, das ist ja schon... Aber wir reden heute nicht über Minecraft. Heute ist No Man's Sky Day. Genau, und schaut euch das mal an. Oh mein Gott, ist das schön. Seht ihr hier tatsächlich wie im Buch? Seht ihr hier so Schriftzüge, so Steine? So Gräber, glaube ich. Und das zeige ich euch mal. So, und dann ist hier natürlich das große Steelbook. Wahnsinn. Das ist ja wirklich sehr schön. Das packen wir auch gleich mal aus. Die Codes werde ich euch selbstverständlich nicht zeigen, die werde ich schnell rausnehmen, wenn ihr mich kurz entschuldigt. Vermutlich habe ich sie eh schon eingelöst, bis ihr das Video schaut. Das heißt, eigentlich könnte ich dort hier trotzdem hier die Codes zeigen, aber ich tue sie zur Sicherheit mal raus. Ach ja, die sind im Spiel drin anscheinend. Jo, die sind im... Oder doch nicht. Doch, die müssten im Steelbook drin sein. Okay, machen wir das mal kurz auf. Ich will das hier nochmal von vorne anschauen. Also wie gesagt, es sieht sehr schön aus. Es ist sehr schön. Also so eine schöne Limited Edition hatte ich schon lange nicht mehr. Und die gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. So.
Dann haben wir hier das schöne Steelbook. Das gefällt mir wirklich mega. Schau dich das mal an. Hier, wie gesagt, dieses Dreieck und dann hier PS4 No Man's Sky. Es sieht verdammt gut aus. Es glänzt auch alles. Also, gefällt mir ziemlich gut. Hätte ich gar nicht erwartet, so dass es so perfekt aussieht. Aber sieht tatsächlich so aus, wie man es erwartet. Ich drücke mal kurz auf. So, dann tue ich mal die Codes raus. Wie gesagt, da ist der ganze digitale Inhalt. So, dann haben wir hier im Hintergrund nochmal das normale Cover, hier das Spiel. PEGI ist ab 7, USK ab 6. Genau. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, nochmal den ganzen Background von dem Standardcover und dann sieht das alles sehr schön aus. So. Also es gefällt mir schon ziemlich gut. So, das ist das Steelbook, das ist das erste. Dann schauen wir mal weiter hier rein. Öffnen wir mal wieder. Da haben wir noch etwas weiteres. Und zwar haben wir hier den Comic. Hier Adventures in No Man's Sky. Da habt ihr hier, wie gesagt, hier einmal wieder diesen Stein und den Schriften. Und dann seht ihr hier, wie gesagt, unten nochmal, ich glaube, die Leute, die diesen Comic gestalten haben oder erstellt, wie auch immer, wie ihr wollt. Auf jeden Fall die diesen gezeichnet haben oder, wie gesagt, gemacht. Genau, hier seht ihr, ich zeige euch jetzt den ganzen Comic, denke ich. Cargo, hier so ein Bild. So, jetzt nicht ausführlicherweise den ganzen Comic, aber es sieht verdammt gut aus. So will man das doch haben. Ah, also mir gefällt's richtig gut. Ich werde es jetzt mal ein bisschen beschleunigen. So schnell werde ich das jetzt. So langsam werde ich das jetzt auch nicht machen. Sonst hocken wir ja noch ewig. Das Video darf nicht so lang dauern. Mir gefällt's. Ich weiß nicht, wem es nicht gefällt. Der kann sich zurück in seine Minecraft-Welt verpissen. Mir gefällt's verdammt gut. Es sieht sehr schön aus. Wie gesagt. Jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Hier, wie gesagt, fast nur noch Text, dass man sich alles durchlesen kann. Und dann hier, wie gesagt, nochmal das Dreieck. Das ist genau. Und dann haben wir hier das Artbook. Jetzt mal gleich mal raus. Ganz kurz. Genau, das haben wir hier. The Art of No Man's Sky. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, ein dünnes Artbook. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Genau. Also hier wirklich die ganzen Gemälde und alles, was sie gemacht haben, also die ganzen Grafiken, also es sieht sehr schön aus, wenn ich echt bin, erinnert es mich an Star Wars Kashyyyk hier gerade. Das sieht von der Art aus sehr ähnlich wie die von The Force Unleashed, die Art Konzepte, die haben sehr ähnlich gezeichnet. Das fällt mir gleich mal auf. Das werden jetzt nicht dieselben gewesen sein, denke ich. So. Obwohl, es war auch ein Japaner, aber ich weiß nicht genau. Also es sieht so schön aus. Habt ihr hier nochmal alle Welten, Planeten. Ich weiß nicht, dass da alle Planeten drin sind, aber das ganze Artbook hier besteht daraus. Es ist so viel, das Spiel. Hier eine Menge Tiere.
bitte hier. Also, es ist schon wahnsinnig. Und hier kommen wir zu den Fischen. Was wirklich, was mir enorm gefällt hier, wie die alle aussehen, das sind so Mixe aus verschiedenen Fischen. Ich glaube, sieht verdammt gut aus. Muss man schon mal zugeben. Also, wer das nicht toll findet, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das sieht wirklich einfach nur toll aus. Machen wir mal weiter hier. Alles für sensationelle 80 Euro. Wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Limited Edition ist aber, glaube ich, schon ausverkauft. Da war ich einer der ersten Vorbesteller. Ich habe es ziemlich früh, vor einigen Monaten, vorbestellt. Genau, hier nochmal dieses Bild. Das kennen viele. Genau, dann hier nochmal. Hier diese drei Bilder, die man schon gesehen hat. In diversen Gameplay-Szenen. Also wie gesagt, das ist alles Wallpaper hier im Moment. Das kennt man schon. Und hier, das ist das Schlussbild. Genau, das ist das ganze Artbook. Genau. Und damit kommen wir auch zum Ende. Hier unten ist übrigens nichts mehr, das ist nur noch Boden. Gucken wir da jetzt wieder rein. Den Comic. Und das wunderschöne Steelbook. Und dann haben wir hier was aus diesem Buch, aus der buchgemachten Limited Edition. Wirklich ein Meisterstück, was eine Limited Edition angeht. Ich bedanke mich an der Stelle, like das Video, abonniert meinen Kanal, schaut bei meinen Nachbarkanälen vorbei, Royal Force oder auch Wipes, und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann.